Willkommen zu einem neuen Video bei Arte Podcast. Wie versprochen aus Marbella, Spanien, neues Kapitel für mich. Richtig geil, ihr seht auch schon im Hintergrund das Auto. Hat gelbe Scheinwerfer, ist laut, Klappe auf. Hier ist wirklich alles möglich. Das ist so, so geil und macht unfassbar Bock, einfach sein Auto hier zu bewegen. Also es ist wirklich geil hier, sehr touristisch, ne? Marbella ist halt voller Touristen, deswegen sage ich auch, Marbella ist nicht wirklich Spanien, sondern es ist einfach was anderes. So, und wir, gleich reden wir mit den Jungs Englisch, und wenn ich Englisch rede, kriegt ihr auf jeden Fall Subtitles und also Untertitel eingeblendet. Ja? Auf jeden Fall habe ich derbe Bock, so guckt euch das Biest mal an, Alter. Junge, so geil, Digga, das Ding hier so zu sehen, ne? Zwischen den ganzen Palmen und so. Ihr seht, ich habe ein paar Details verändert am Auto. Die Felgen foliert. Ich habe einen neuen Folienpartner. Vinyl Art Wraps in Marbella. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Jungs so fit sind und so gut und sauber hier arbeiten in Spanien. Weil man denkt immer so, ja, die Mentalität hier, mañana, mañana. Aber man muss sagen, top Arbeit. Und die Folie ist wirklich höllisch schwer zu kleben. Zeige ich euch mal. Die ist sehr, sehr dick und die kriegst du nicht wirklich fein geklebt. Aber guckt euch mal den Effekt an. Und wenn sich das Rad anfängt zu drehen, glaube ich, von außen ziemlich, ziemlich geil. Und ich habe so überall am Auto Details mit dieser Folie. Aber ich glaube, ich mache nochmal ein separates Video, weil ich habe heute nicht so viel Zeit. Ich nehme euch einfach mit. Ja, es ist das erste Video. So, you guys, what's your name again? Luke. Luke. What's up? Michael. Michael, okay. Those guys are now here. So they will do the first shooting for this car in Marbella. That's good. Yeah, man, this is really good because I really looked forward to it. I had like some details done, like, you know, on the wheels, like you see the wrap on the wheels. It's like, you know, some small details, but I think it makes the car like look more racy. Make the difference. Because in racing you can recognize by the colors if it's right or left, because you have like 10 sets of wheels. And then you have change fast, and then you have to realize, okay, those are for the left side and the other ones are for the left side, for the right side. So, all right, so we're now here in the hills. The guys are making some video footage and also nice pictures. Probably you will see it on the thumbnail. So yeah, let's maybe talk a little bit about the design. Ich kann eigentlich auch Deutsch sprechen, weil es immer so schwierig hin und her zu wechseln. Aber ich glaube, wir werden auch viele Videos machen mit Leuten von hier. Also wir müssen dann natürlich auch mit den Leuten Englisch sprechen. So, ne? Was ich halt ganz cool fand, war halt, dass wenn man die Heckklappe aufmacht, dass man so ein bisschen die Jungs von Vinyl Art sieht. Hier aus dem, nicht weit von mir weg, wo ich wohne. Also so, ich fahre 10 Minuten eigentlich. Das ist das Coole an Marbella. Wenig Stau und in 10 Minuten bist du eigentlich überall. Das liebe ich halt so. Und du bist halt überall über Schnellstraßen unterwegs. Und ja, checkt auf jeden Fall mal ab. Also die 6-Punkt-Gurte sind natürlich nochmal was anderes. Ne? Die haben das ganze Auto nochmal richtig besonders gemacht. Was gibt die Scheiße? Also, allein, dass man hier die Schalen von hinten so sieht, ne? Ist schon eine coole Nummer. Ja, das Design Asphalt Outlaws kennt ihr ja schon bereits. Ich habe hier die Jungs von Stern Performance, wie gesagt, die haben mir auch die coolen Streben hinten eingebaut. Man sieht sie jetzt schlecht, ich muss noch mal ein vernünftiges Video machen, wenn wir wirklich Tageslicht haben. Und ansonsten, ja, die Jungs sind jetzt ein bisschen umsonst fast gekommen. Nur für ein paar Bilder. Aber wenn man so mal guckt, auch wenn die Heckklappe auf ist, sieht man halt hinten das Vinyl. Den Schriftzug sieht man halt ganz geil und es ist so ein bisschen, ja, alles durchdacht, dass wenn man jetzt beispielsweise auf der Rennstrecke unterwegs ist, dass man jetzt von oben guckt und auch auf dem Dach nochmal unser Asphalt Outlaws Logo hat mit Clubsport Crew, weil an sich ist das Auto ja schon ein Clubsport Umbau, kann man so mehr oder weniger sagen. Jetzt mit dem Radreifen Setup und mit den ganzen, mit den Slicks, mit den Semi-Slicks von Nankang, die funktionieren auch pervers gut auf dem Auto. Also jeder, der Richtung Rennstrecke gehen will und möchte, ist mit den Reifen gut aufgehoben. Alter, guckt euch mal an, wie das hier im Sonnenuntergang so schimmert, die Folie. Ich finde das so geil, diesen Effekt. Und der passt auch zu dem Grün, zu diesem kacke Grün, weil, guckt euch mal an, von Grün ins Orange. Und wir haben viele orange Details, beispielsweise die Bremssättel.
Und generell, wenn du das Auto halt folierst, folierst du halt solche Stellen selten mit, weil ich möchte das Design beispielsweise nächstes Jahr wieder tauschen und dann brauche ich nicht komplett alles wieder neu zu machen. Beim Design habe ich mich inspirieren lassen von dem M2 CS Racing. Ja, und die Jungs werden mir auf jeden Fall noch ein paar, paar Videosequenzen rüberschicken, wenn ich das Ding gleich einmal, ein, zweimal hier quer hau, soweit es möglich ist, weil die Straßen sind hier sehr eng und man muss aufpassen, wenn die Reifen etwas Grip bekommen, wird es halt echt abenteuerlich mit dem Driften. Aber ja, so viel zum Design. Darüber reden wir auf jeden Fall nochmal separat. So, deswegen willkommen in Marbella. Leute, ich nehme euch mit. Ich zeige euch auf jeden Fall auch den Laden, wo ich beteiligt bin. Ich habe ein sogenanntes Wheels Café, wo ich mit involviert bin. Und ja, ich habe mega Bock drauf, mit den Jungs auch Autotreffen hier zu organisieren. Vor Ort, so wie ich das auch schon in Hamburg in Deutschland mache. Und ja, dann geht's ab. Auf jeden Fall. Und ihr seid dabei. Ja, also ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und die nächsten Videos werden auf jeden Fall viel, viel actionreicher. Und ja, jetzt nochmal ein paar Aufnahmen vom Auto, glaube ich, von außen so. Ein paar Rollings. Jetzt im Sonnenuntergang, mehr oder weniger. Und bis zu den nächsten Videos in Marbella, ihr Lieben. Ich freue mich. Bis dann. Bleibt dran, bleibt artig. Fahrt schnell, aber sicher. So war das. Und bis zu den nächsten Videos. Haut rein, ihr Lieben.